Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel-, Strategiespiel- und Zwergenfreunde zu Spellforce, The Order of Dawn. Ja, ich starte aus dem Hauptmenü aus mehreren Gründen. Erstens, ich habe versucht, das mit dem Zoom zu lösen. Das Problem habe aber leider keine passende Lösung gefunden. Also ich habe rumprobiert mit einer Legacy-Version, mit Auflösung ändern, hin und her, hab gesucht, nichts gefunden. Also müssen wir leider mit der Zoom-Stufe, so wie sie ist, leben. Dabei ist mir aufgefallen, dass wir ein kleines Problem mit unseren Savegames haben. Nämlich, dass unser, Name, den wir am Anfang gegeben haben, einfach auf den Startbuchstaben kastriert wurde. Ob das so gut ist, kann ich auch nicht sagen. Vor allem weiß ich nicht, ob unser Name, wie wir ihn angegeben haben, irgendwo in der Save-Datei nochmal hinterlegt ist, dass wir den richtigen Namen haben. Sonst laufen wir nämlich nur als B durch die Gegend. Das werden wir aber gleich sehen. Ich habe versucht, die Save-Games zu benennen, um das zu lösen. Hat aber allerdings nicht ganz geklappt. Also löschen wir die beiden mal. So, nehmen den Autosave hier. Portale erlauben einem die Reise zu neuen Plattformen, auch wenn man dort noch über keinen aktiven Seelenfels verfügt. Wenn Sie dieses Portal benutzen, betreten Sie die nächste Karte. Ja. Das war der letzte Tutorial. Portale erlauben einem die Reise zu neuen Plattformen, auch wenn man dort noch über keinen aktiven Seelenfels verfügt. Wenn Sie dieses Portal benutzen, betreten Sie die nächste Karte. Also machen wir das mal und gucken mal, was passiert. So, also jetzt kommen wir endlich ins Hauptspiel. Willkommen zurück, mein Freund. Ich weiß, deine Erinnerung ist verblasst. 8 Jahre sind eine lange Zeit. Viel ist geschehen. Der Krieg ist vorbei. Doch seine Folgen waren verheerend. Die Konvokation hat das Antlitz unserer Welt zerschmettert. Ich habe seither versucht zu erhalten, was von dieser Welt noch übrig ist. Aber jetzt spüre ich, wie die Zeit naht. Der Kreis schließt sich. Und diese Lande brauchen einen Beschützer. Mit dir soll die Macht der Rune noch einmal erwachen. Doch diesmal sollst du nicht der Sklave des Willens eines anderen sein. Diese Rune ist die Geißel, an die deine Seele geschmiedet wurde. Trage sie nun selbst und sei Herr deiner Entscheidungen. Ich bin frei. Meister Rohn, der Orden schickt mich mit wichtiger Botschaft. Etwas geschieht am Wildlandpass. Kreaturen aus schwarzem Stahl, sie brechen in die Nordlande ein. Die Eisernen sind gekommen. So hat es also begonnen. Ihr müsst sofort aufbrechen. In der Tat. Ich werde Darius aufsuchen. Du, mein Freund, solltest zuerst deine Kräfte sammeln und dich ausrüsten. Folge dem Boten in die Stadt Graufurt. Sprich dort mit meinem Freund Sartarius. Er wird dich einweisen. Er gehört zum Orden des Erwachens. Viel Glück. Wir sehen uns, wenn ich zurückkehre, Freund. Bei den Göttern. Er hat tatsächlich einen Runenkrieger gerufen. Ich erinnere mich kaum. Wie gelange ich in diese Stadt, Graufurt? Folgt dem Weg durch die Felsen. Ich werde euch begleiten. Aber lasst uns vorsichtig sein. Die Berggoblins sind in Aufruhr. Okay, also wir haben unseren Namen. Der Speicherstand hat also nichts direkt mit dem Namen zu tun, was gut ist. Ja, die Zoom-Stufe ist trotzdem ein bisschen bescheiden. Aber können wir nicht viel machen. Wir haben jetzt... Also ja, kurz mal ins Menü zur Pause machen. Ja, um es genau zu nehmen... Die Rune, die wir im Prolog gerade mit Tahira gefunden haben, war unsere eigene. Also wir haben sozusagen gerade uns selber gefunden und gerettet. Und ja, Rohn hat uns unsere eigene Rune gegeben und damit
uns die Freiheit gegeben auch. Also normalerweise ist es bei Runenkriegern so, derjenige, der die Rune trägt, hat die Gewalt über den Runenkrieger. Aber wenn wir sie selber tragen, haben wir halt die Gewalt selber über uns. Und sind dadurch frei sozusagen. Sollten aber aufpassen, dass wir sie nicht verlieren, was zum Glück nicht passieren kann in dem Spiel. Gut. Wir haben jetzt diesen Boten hier als NPC-Charakter, der uns folgt. Also er ist kein Held, der sterben kann oder ähnliches. Er ist uns ein bisschen eine Hilfe am Anfang, damit wir nicht gleich instant krepieren. Mit unseren spärlichen Stats. Also dass uns nicht gleich der erste Waldkäfer hier tötet. Oder diese Waldspinne. Gucken wir erstmal, dass wir den Waldkäfer beseitigen, weil der bewacht eine Truhe. Standhalten, Männer! So, benutzen den Boten als Schild sozusagen. Der muss natürlich auch gleich auf die Spinne losgehen. So. Gucken wir mal, ob hier was drin ist, was wir als Nahkampfwaffe benutzen könnten. Eine Kriegsaxt. Stufe 7 oder leichte Kriegskunst, kleine Klingenwaffe 2. Schild der Lemuren, beliebige Magieart 2. Ja, und ein paar andere Sachen. Also davon können wir bis jetzt nur das tragen. In diesem Gegenstand kann der ausgewählte Charakter nicht ausgerüstet werden, da er nicht die erforderlichen Fähigkeiten hat. Voraussetzung Stufe 6. Ja, okay, wir haben ja eh schon eine Hose an. Und ja, unsere Beine verdecken. Also ja, das ist ein bisschen unpraktisch auch an der Version, dass unser Körper nicht im Rahmen ist, sondern außerhalb. Können wir aber auch leider nicht viel dran ändern. Ich könnte die Legacy-Version benutzen, allerdings habe ich dann nur eine Auflösung von 1280 mal irgendwas. Ja, und da treffen wir auf unsere ersten Menschen, die Wulfgar-Soldaten. Aonirs Licht, seid willkommen in den Nordreichen. Was ist das hier für ein Ort? Dies ist der Schattenpass. Er führt durch die Berge zu unserer Hauptstadt Graufurt, dem Sitz des Hauses Wulfgar. Wie gelange ich nach Graufurt? Folgt einfach diesem Weg, ihr könnt sie nicht verfehlen. Aber haltet die Augen offen. Dieses Land wird nicht umsonst der Schattenpass genannt. Solltet ihr in Schwierigkeiten geraten, dann flüchtet euch hierher. Euer Leben werden wir zu verteidigen wissen. Ja. Ah, hier wieder Waldspinnen und Waldkäfer lauern. Wir werden angegriffen! Okay, wahrscheinlich treffen wir die Spinne von draußen nicht richtig. So, die sind beide down. Hier ist leider nichts versteckt. Außer ein Grabstein, mit dem wir nichts anfangen können zurzeit.
Der Grabstein scheint sehr alt zu sein. Ein seltsames Raunen geht von ihm aus. So, noch mehr Waldspinnen. So, die junge Waldspinne ist auch erledigt. Das sind noch mehr. Das ist übrigens auch eine tolle Sache, auf die man achten kann in dem Spiel. Wenn Gegner oder Einheiten allgemein zu schwer verwundet sind, dann fangen sie an zu humpeln und sich langsamer zu bewegen. Manchmal versuchen sie dann auch noch zu fliehen. So, und da wartet wieder jemand auf uns und eine Cutscene. Ist der Alte aufgebrochen? Wie ihr es vorausgesagt habt, Herr. Er wird sich zum Wildlandpass begeben. Gut. Die Schlinge zieht sich langsam zu. Von dort wird er nicht mehr zurückkehren. Was geschieht mit dem Runensklaven, Herr? Töte ihn. Und übergib anschließend diese Schatulle den Anführern der Schwarzen Faust. Sie enthält die Pläne für die Invasion. Aber Herr, ich kann diesen Runenkrieger nicht besiegen. Ich bin nur ein Bote, kein Kämpfer. Ich habe vollstes Vertrauen zu dir. Töte ihn. Dann bring die Schatulle zur Schwarzen Faust. Ich werde dich fürstlich belohnen. Herr! Wohlan denn. Stirb, Runensklave. Das ist ein Hinterhalt. Ja, Schatulle an uns genommen. Noch eine Cutscene. Was ist hier geschehen? Verrat. Ich muss auf dem schnellsten Weg nach Graufurt. Berggoblins haben den Weg dorthin blockiert. Sie errichten bereits ein Lager. Es gibt hier ein Runenmonument ganz in der Nähe. Beschwört dort eine Armee. Nur so wird euch der Durchbruch nach Graufurt gelingen. Ich muss zuerst diesen Verräter durchsuchen. Die Schatulle muss auf dem schnellsten Weg zum Orden gebracht werden. Ja, die Schatulle haben wir schon. Können wir unser Questlog angucken nach Graufurt. Also da ist die Schatulle. Magisch verschlossene Schatulle. Also, wir hatten als erstes folgt dem Pfad durch die Berge. Der Weg führt von der Siedlung nach Graufurt. Der Bote des Ordens warnt vor Berggoblins, die das Land unsicher machen. Bekämpft den Verräter. Der Bote des Ordens ist ein Verräter. Eine Verschwörung ist im Gang und Rune ist in großer Gefahr. Der Verräter muss sterben. Ja, die Katzin hat ihn schon getötet. Durchsucht die Leiche des Verräters nach der Schatulle. Der Verräter ist bezwungen. Die Schatulle, die der dunkle Magier ihm gab, enthält die Pläne für eine Invasion. Sie muss zum Ort nach Braunfurt gebracht werden. Der Kampf gegen die Berggoblins. Die Täler dieser Berge sind mit Goblins verseucht. Die Ankunft des dunklen Magiers muss sie in Aufruhr versetzt haben. Die Macht der Runen muss beschworen werden, um den Pass durchqueren zu können. Ein Runenmonument befindet sich in der Nähe. Ja, wir haben praktischerweise schon eine Stufe 1 Menschenarbeiterrune, was das Ganze einfacher macht. Birkenstab, eine Nagelkeule und eine Samtrobe. Ja, mit der Samtrobe können wir auch nicht viel anfangen. Wir könnten den als Nahkampfwaffe benutzen. Den Birkenstab.
Oder aber die Keule. Der Birkenstab macht 2 bis 5, die Keule 3 bis 6 Schaden. Das ist ein bisschen mehr. Wir brauchen nämlich jetzt langsam eine Nahkampfwaffe. Da wir jetzt keinen Boten mehr als Schutzschild haben. Und Randolph Weißhand nicht unbedingt so aussieht, als ob er ein guter Krieger wäre. Wir haben hier auf jeden Fall Stein und Eisen, was wir brauchen werden, um eine kleine Armee auszubilden. Wie sieht es denn mit unseren Bauplänen aus? Können wir die auch gleich mal anordnen?